Hallo und herzlich willkommen auf Boss im Kopf. Wieder mal. Mein Name ist Franziska Luschas. Und heute bei diesem fantastischen Maiwetter hier in der Nähe vom Wasserwerk in Fürth möchte ich die Gelegenheit nutzen, weil hier auch alles so schön grün ist und ja, es ist unglaublich warm und angenehm, möchte ich die Gelegenheit nutzen, die Troll-Serie weiterzuführen. Wenn Sie sich noch an Cuxhaven letztes Jahr erinnern können, da hatte ich ja von den Troll erzählt, was das ist und was der Troll mag, also was der Troll liebt. Für diejenigen unter Ihnen, die noch nicht wissen, was der Troll ist, Eckhart Tolle beispielsweise sagt zu dem Troll in uns auch Ego. Oder wir sagen das Zego, das konditionierte Ego. Also praktisch das falsche Ich, was sich im Laufe der Zeit entwickelt aufgrund von Erfahrung, Erziehung, das, was die Eltern über uns denken, das, was andere über uns denken, das, was wir daraus machen, was wir für einen Filter entwickeln. Und diesen Filter, ganz grob jetzt formuliert, diese Brille, mit der wir die Welt sehen, uns sehen und die anderen sehen, das nenne ich auch den Troll, ja? Oder auch konditionierter Verstand, also der normale menschliche Geist. Und Eckhart Tolle sagt auch, normal ist nicht gesund, das ist häufig paranoid gestört. Und ich sehe es natürlich als Psychologin auch in meiner Praxis, dass wirklich viele Menschen kommen, die enorme Probleme haben, Ängste, Depressionen, Zwänge, psychosomatische Störungen, Süchte und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Also selbst der normale Mensch, der durchschnittliche Mensch, wird gedacht die meiste Zeit, es denkt und denkt und denkt. Und anscheinend soll das Sicherheit geben oder aber eine gewisse Kontrolle, ist aber nur Schein. Ja? Und das nenne ich auch den Troll, das nenne ich die innere Stimme, das nenne ich den Antreiber oder auch der uns praktisch immer wieder sagt, was wir tun sollen, was wir nicht tun sollen, was andere denken, was wir denken, das ist der Troll. Der Troll ist nicht grundsätzlich böse, sondern der Troll ist einfach eine Programmierung oder die Summe aller Programmierungen, die wir im Laufe des Lebens erfahren haben. Aber wir sind natürlich viel, viel mehr als diese Programmierung und deshalb finde ich das so wichtig, Sie darauf aufmerksam zu machen, dass Sie einen Troll haben. Und wenn Sie den Troll nicht kontrollieren, dann kontrolliert der Sie. Troll sage ich deswegen, weil ich die Metapher so schön finde. Ja? Der Troll aus Schweden beispielsweise, der kommt, wenn ein Menschenkindlein geboren wird, kommt er aus dem Wald und legt sich klammheimlich in die Wiege des Menschenkindes und übernimmt dort praktisch das kleine Menschenkind. Und wenn dieser Mensch nicht bewusst genug ist, achtsam genug ist, dann agiert der Troll anstatt des Menschenkindes und später natürlich auch. Und ab und zu wacht dieser Mensch mal auf und sieht, wow, das ist das Leben, so ist es wirklich. Schön, ja, was ist denn das Leben? Das Leben ist, dass ich hier auf dieser harten Bank sitze, bin ich angelehnt, ja, das ist die Realität. Die Realität ist hier dieses Grün, vielleicht können Sie das auch sehen. Die Realität ist die Wärme der Sonne auf meine Haut. Die Realität sind die Vögel hier. Ein unglaubliches Konzert. Ja? Das ist die Realität. Alles andere sind Vorstellungen. Und die Vorstellungen kommen vom Troll. Ja? Und der Troll kann nicht überleben, wenn Sie ihm Aufmerksamkeit geben, wenn Sie bewusst sind, wenn Sie merken, dass Sie einen Troll haben. Ja? In Cuxhaven habe ich erzählt, was der Troll liebt. Und der Troll ist die meiste Zeit in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Vergangenheit, um sich aufzuregen oder zu sagen, es war alles viel schöner früher. Es wird bewertet, beurteilt, das ist gut, das ist schlecht, die sind doof, die sind gut. Ja, geht die ganze Zeit, automatisch, haben wir so gelernt. Aber das heißt nicht, dass das die Realität ist. Häufig bringt das sehr viele Probleme mit sich. Oder andere sind die ganze Zeit in der Zukunft. Oh mein Gott, was könnte wieder Schlimmes passieren? Und ich spreche nicht von Planen, ich spreche von sich Angst machen, grübeln. Also grübeln heißt, zu denken, zu denken, zu denken, zu denken, im Kreis sich drehen, ohne zu einer Lösung zu kommen. Und das ist aber nicht das Hier und Jetzt. Der Troll in Ihnen, der liebt Geschichten, der liebt Drama. Natürlich sagt er Ihnen, nein, ich will, dass es mir gut geht. Ja, ich liebe das Hier und Jetzt. Und zack, gestern war ich im Wartezimmer meiner Hausärztin. Und von den 9 Leuten, die da drin saßen, haben sich 8 beschäftigt. 8 Leute haben sich beschäftigt.
mit Handy, mit Zeitschriften, ja, aber das Handy war, glaube ich, das war am meisten, ist das benutzt worden. Und da war keiner wirklich da. Einer hat so, ist sogar, glaube ich, 2 oder 3 Mal aufgerufen worden, bis er gemerkt hat, oh, ich bin dran. Und eine war sehr, sehr nervös und hat die ganze Zeit gewackelt und hat so gestarrt. Ja, also völlig in Gedanken und nicht da. Ich nutze diese Zeit dann meistens, um zu meditieren. Ja, da bin ich relativ praktisch veranlagt. Da denke ich mir, heute beim Arzt muss ich wahrscheinlich warten. Nutze ich gleich Augen zu und dann spüre ich meinen inneren Körper. Ich spüre den Atem, weil der Körper ist immer in mir und jetzt. Der Troll hasst es. Der hasst das hier und jetzt, weil die meisten Menschen, beziehungsweise der Troll, der hält es nicht aus mit sich. Ja? Viele Menschen haben sogar Angst vor ihren Gedanken. Da wird sofort das Autoradio hochgedreht, sofort MP3 reingemacht, wenn ich im Zug sitze. Die meisten Leute sitzen da und hören und sind abgelenkt die ganze Zeit. Und das heißt nicht für die Schwarz-Weiß-Maler unter ihnen, das heißt nicht, dass sie nicht mal ein gutes Hörbuch hören können oder was auch immer, eine gute Geschichte hören können oder ein Buch lesen. Es geht darum, wenn sie diese Tätigkeiten nutzen, um sich selbst zu entfliehen. Denn das mag der Troll. Er will nicht, dass sie sich mit sich selbst beschäftigen und dann merken, dass das Vorstellungen sind, dass das gar nicht die Realität ist oder sie auch mal einen negativen Gedanken zu Ende denken, indem sie sich fragen, was wäre daran so schlimm? Was wäre daran so schlimm? Ich bekomme den Job nicht. Was wäre daran so schlimm? Ich bekomme das Haus nicht. Was wäre daran so schlimm? Und immer weitergehen. Und zum Schluss werden sie vielleicht feststellen, dass da viel, was sie sich vorstellen, was der Troll in ihnen produziert, aufgrund ihrer Erfahrung, aufgrund der Programmierung, die andere in ihnen eingepflanzt haben, werden sie feststellen, dass das zum großen Teil überhaupt nicht wahr ist. Ja? Und deshalb zum Schluss von mir der Tipp, Boss im Kopf-Tipp. Machen Sie die Mauselochübung. Mauselochübung, was das ist, erfahren Sie entweder auf bossimkopf.de oder hier auf meinem YouTube-Kanal Boss im Kopf und fragen Sie sich immer mal wieder, was denkt es gerade in mir? Schließen Sie die Augen, lassen Sie sie auf, wie auch immer, was für Sie besser ist. Fragen Sie sich, was denkt es gerade in mir? Welcher Gedanke kommt als nächstes hoch? Diese Übung ist wirklich sehr gut dazu geeignet, den Troll zu erkennen, beziehungsweise das, was die Stimme im Kopf die ganze Zeit labert. Und die Leute, die regelmäßig an sich arbeiten und diese alten Muster immer wieder unterbrechen, beispielsweise mit der 10x-Übung, die sagen dann häufig auch, macht er wieder ein Gelaber? Und lachen dann schon, die nehmen den nicht mehr ernst. Ja? Und dann ist ihr Leben befreiter. Und dann können sie im Hier und Jetzt sein. Und das Hier und Jetzt ist das hier. Der Körper ist immer im Hier und Jetzt. Nutzen Sie Ihren Körper als Anker, um im Hier und Jetzt zu sein. Weil Ihr Körper ist immer im Hier und Jetzt. Der ist nicht in der Vergangenheit und ist auch nicht in der Zukunft. Und die Vergangenheit und Zukunft können Sie sich immer vorstellen. Aber der Körper ist trotzdem hier. Also hier läuft das Leben ab. Dieser Moment, jetzt gerade, dieser Moment, wo Sie mich hören, wo Sie mich sehen, meine Stimme hören. Das ist das Hier und Jetzt. Jetzt gerade. Spüren Sie Ihre Füße, spüren Sie den Boden unter Ihren Füßen. Spüren Sie, wo Sie drauf sitzen. Oder spüren Sie den Atem in der Nase. Das ist die einzigste Realität, die es gibt. Alles andere sind gedankliche, ja, Gebäude, Konstrukte. Und das Hier und Jetzt ist häufig wesentlich netter und freundlicher als das, was wir mit unserem Kopf machen. Und in dem Moment, wo Sie sagen, oh, ist das schön hier, die Luft, zack, bin ich nicht mehr im Hier und Jetzt. Warum? Weil schon wieder ein Teil der Aufmerksamkeit in meine Gedanken fließt, mit denen ich bewerte, mit denen ich beurteile, mit denen ich sage, das ist gut, das ist nicht gut. Ja? Hier und Jetzt heißt, da zu sein, präsent zu sein und den Fokus, Ihre Achtsamkeit, Aufmerksamkeit zu 100% dazu zu verwenden, dass Sie präsent sind. Schauen Sie immer mal wieder, dass Sie ins Hier und Jetzt kommen, weil der Troll mag es überhaupt nicht, im Hier und Jetzt zu sein, weil da könnte viel leichter entdeckt werden. Dann würden Sie viel mehr Boss im Kopf werden, viel schneller, viel eher. Sie würden sich befreiter, sie würden sich leichter,
Sie würden sich besser fühlen und das mag der Troll überhaupt nicht, weil ihr Troll lebt von Problemen, von Dramen. Das war's von meiner Seite heute. Nutzen Sie einfach mal Ihre Mittagspause, Ihre Zeit, um ins Hier und Jetzt zu kommen. Und denken Sie dran, Ihr Troll mag es überhaupt nicht, wenn Sie anwesend sind, wenn Sie präsent sind, wenn Sie wissen, was in Ihrem Kopf vorgeht, wenn Sie wissen, was Sie fühlen, das mag der überhaupt nicht. Und so viel sei noch gesagt, Sie müssen natürlich immer und immer wieder üben, 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 weil von nichts kommt nichts, das ist das Boss-im-Kopf-Motto. Bleiben Sie also dran, es lohnt sich, besuchen Sie mich auch auf bossimkopf.de und bis zum nächsten Mal, machen Sie es gut und tschüss!